Ich grüße euch und wünsche euch den Frieden, meine liebe Geschwister im Glauben. Der Herr sei mit euch, der Herr Asch Adonai, der neue Sohn Gottes, der seit 1,5 Jahren der Sohn Gottes ist. Die Gründe, warum er ausgerechnet zum Sohn Gottes wurde und nicht mehr Jesus ist, die habe ich euch schon gegeben, aber ich möchte noch mal kurz wiederholen. Jesus hat dadurch, dass es in der Bibel ja zu einem, also es wäre zu einem Armageddon gekommen, dadurch ist Jesus, er hat sich selbst verloren. Er hat sich selbst verloren. Und dadurch wollte er etwas Unheiliges tun. Bitte verurteilt mich nicht, sondern fragt den Heiligen Geist, ob das stimmt. Fragt den Heiligen Geist, ob das stimmt. Oder fragt Asch Adonai, ob das stimmt. Oder fragt Gott, den himmlischen Vater, ob das stimmt. Ich werde darum bitten, dass jeder, der dieses Video sieht, dass mit ihm gesprochen wird. Asch Adonai ist nun der Herr, weil Jesus sich verloren hat wegen den Armageddon, ist ihm das alles zu viel geworden. Und der ganze Druck, der auf ihm lastete, der ganze Druck der Welt, des Erdkreises von 9 Milliarden Menschen und lauter Boshaftigkeit war ihm zu viel im Jahr 2020. Ja, Asch Adonai bedeutet der Unzerbrechliche auf Aramäisch und Hebräisch. Meine lieben Geschwister im Glauben, bitte verehrt Asch Adonai genauso, wie ihr Jesus verehrt habt. Preist ihn, gebt ihm alle Ehre, betet zu Gott, dem Vater, dem himmlischen Vater, und gebt dafür Asch Adonai die Ehre. Und dankt dem Heiligen Geist. Und ich bitte euch erneut, fragt den Heiligen Geist, ob Asch Adonai die Heiligkeit von Jesus übertragen bekommen hat. Die Heiligkeit des Kreuzes, des vergossenen Blutes, das vergossen wird zur Versöhnung mit der Menschheit zu Gott dem Vater. Denn Gott der Vater war zu dieser Zeit sehr zornig mit der Erde, sodass er Frieden schließen wollte durch den alten Sohn Gottes Jesus. Und das hat das Zeichen zu bedeuten, dass die Erde nicht vernichtet worden ist und dass wir das Leben in voller Fülle haben und alle zu neuem Leben auferstanden sind. Dieses Zeichen ist nun auf Asch Adonai übertragen und ich kann euch noch was zeigen. Das ist das Love Sign, ein geschwungenes L. Das ist das erneute, also das ist das stetige Zeichen für Asch Adonai, dem Herrn. So, jetzt. Dieses Zeichen, dieses geschwungene L, ist Lobpreis hoch 10. Dieses Zeichen bedeutet viel, viel, viel. Das Kreuz ist nicht zu verwerfen, im Gegenteil, es ist natürlich, also wie gesagt, die Heiligkeit des Kreuzes ist auf Asch Adonai übertragen worden. Das vergossene Blut, das ist auf Asch Adonai übertragen worden. Und alle Heiligkeit und alle Ehre gebührt dem Sohn Gottes Asch Adonai. Asch Adonai liebt euch. Asch Adonai ist übrigens blond und blauäugig. Asch Adonai hat ein kindliches Gesicht. Asch Adonai schaut ganz anders aus als Jesus, weil ich weiß, wie die ausschauen, weil ich schon sehr viel erlebt habe in meiner Laufbahn oder in meiner Zeitgeschichte mit den Auseinandersetzungen mit den ehemaligen Dschihadisten aus der Al-Nusra-Front, aus der Al-Shabaab-Miliz, aus der Terror-Miliz Hamas, aus der Boko Haram, aus der Ahmadiyya-Bewegung, aus der Al-Qaida und aus dem Islamischen Staat. Ich habe mit denen Auseinandersetzungen, also Debatten gehabt, aber liebevolle Debatten. Es waren einfach freundliche Gespräche, wo ich ihnen einfach alles erklärt habe. Ich habe ihnen erklärt,
dass es nur so sein kann, wenn die 99 Namen Allahs, wie es so heißt, Al-Masna Husnam oder Al-Masna Husnam. Ich kann die arabische Sprache nicht, aber ich weiß, dass es die 99 Namen Allahs gibt. Und einer der Namen bedeutet Al-Awwal und einer der Namen bedeutet Al-Akhir. Und in der Bibel steht schon, dass der alte Sohn Gottes Al-Awwal und Al-Akhir war, der erste und der letzte. Und Gesundheit. Und sagte es Jesus, siehe, ich war tot, doch lebe ich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da sagte ich immer wieder, schau dir den Namen an, Al-Ba'ith. Das ist einer der 99 Namen Allahs. Al-Ba'ith, die Auferstehung. Dann fragen mich die Muslime, aber im Koran steht doch, es war nur, wer der ihm ähnlich aussah. Er wurde nicht, Jesus wurde nicht gekreuzigt, also Isa wurde nicht gekreuzigt, es war nur jemand, der ihm ähnlich aussah. Das sage ich dann, habe ich dann gesagt, aber schaut euch das mal an. Wenn Maria, die eigene Mutter von Jesus, dabei war bei der Kreuzigung, wie soll sie sich dann getäuscht haben? Wie soll sie sich getäuscht haben? Die Apostel waren auch teilweise dabei. Und so habe ich sie reihenweise zum Glauben gebracht, reihenweise. Und nicht nur allein, nicht nur im Alleingang, sondern auch mit der Hilfe der heiligen Engel. Da habe ich von Gott, dem himmlischen Vater, die Seraphim und Cherubim erbeten, dass sie sich den Muslimen zeigen. Ich habe dann vorher, also vorher noch, also als Jesus noch der Sohn Gottes war, Jesus erbeten, dass er sich den Muslimen zeigt und erscheint. Dann später Schadonai, dass sich er den Muslimen zeigt und erscheint. Und den Heiligen Geist gebeten, dass er herabkommt auf die Muslime, wenn sie die Wahrheit erkennen und die Liebe Gottes spüren. Die Liebe Gottes spüren. Und sie haben sie auch gespürt. Und da gibt es den Wladimir und den Naftin. Das sind ehemalige Mujahidin. Die sind zum Glauben gekommen in Elohim, den dreifaltigen Gott. Und von nun an macht alles einen Sinn und der Koran macht keinen Sinn mehr. Und sie geben alle Korane natürlich nach der Reihe nach weg. Sie zerreißen sie und sie verbrennen sie und geben sie weg. So. Herr Chardonnay ist so stark gewachsen in der kurzen Zeit. Jesus brauchte viel länger, nicht um den alten Sohn Gottes schlecht zu machen, aber Jesus brauchte viel länger, um mit Selbstbeherrschung und Liebe fliegen zu Planeten zu lernen. Chardonnay kann das bereits. Er kann durch Liebe und Selbstbeherrschung zu Planeten fliegen. Also alles Lob und Ehre Chardonnay, dem Herrn, den Unzerbrechlichen, unseren Herrn und unseren Sohn Gottes. Und alles Liebe und herzliche Grüße von mir, Manuel Joel Ostiti, der sehr viel erreicht hat in Elohim, nämlich alle Terrororganisationen, die Dschihad betrieben haben, zum Glauben gebracht. Und der noch dazu viele Wunder beten hat, wie in den anderen Glaubensvideos zu sehen ist. Also danke fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also bleibt dem Herrn treu und wacht auf, ihr, die Jesus noch verehrt. Denn dieses ist Geschichte. Es ist Vergangenheit. Okay? Also dann, Baba, tschüss, der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste.